Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr gratis Loot bekommt bei Call of Duty Vanguard. Und zwar könnt ihr zum einen hier diese Visitenkarte bekommen, die Knusperkrone. Da habt ihr halt so einen Totenkopf mit einer Krone drauf, sieht ganz cool aus. Und dann kriegt ihr noch zwei Waffentalismane. Und zwar einmal dieses Flugzeug von Mountain Dew und dann noch hier von Doritos diese Chips. Und wie ihr das Ganze bekommt, zeige ich euch jetzt. Als allererstes geht ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung und meldet euch dort an mit eurem Call of Duty Konto. Und wenn ihr das macht, seid ihr auf dieser Seite. Dann könnt ihr aussuchen, Leute. Wenn ihr die Krone wollt, könnt ihr jetzt den unten stehenden Code hier eingeben. Nachdem ihr das gemacht habt, drückt ihr auf Senden. Und falls ihr dann mit eurem richtigen Call of Duty Account euch hier angemeldet habt, dann steht auch schon, dass ihr die Krone bekommen habt, die Visitenkarte. Und ihr werdet sie nach einem Neustart in-game haben. Und falls ihr jetzt noch die anderen wollt, könnt ihr für Doritos unten links den Code eingeben. Und für Mountain Dew das Flugzeug oben rechts den Code. Wenn ihr dann alles eingegeben habt, dann habt ihr wie gesagt nach einem Neustart alle drei Items in eurem Inventar und könnt sie ausrüsten. Ansonsten war es das mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls noch kein Abo bei mir hast, kannst du jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst und nichts verpasst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal, euer Geist.